Gehabt euch wohl, meine lieben Freunde, der Marito ist wieder hier und hier. Grüß dich, Bewohner. Es geht weiter hier in Nubingen. So, ich möchte heute weiterbauen an unserem Rathaus. Nein! Ach du Kacke, wo kommt denn ihr her? Echt jetzt? Ach du Scheiße. Ja. Okay. Das ist ein super Start, ne? Bist du ein Zombie? Ja, du bist ein Zombie. Geh weg da. Was ist denn hier schon wieder los, sag mal? Okay. Es hat mich jetzt dezent aus meinem Konzept gebracht. Aber sehr dezent. Ich wollte gerade sagen, ich will weiterbauen heute am Rathaus. Oh Mann. Das kann es doch jetzt nicht sein, oder? Ich möchte kurz noch einen Blick durch die Stadt werfen, ob eh sonst nirgendwo Zombies sind oder so. Oh Mann. Was hängt ihr hier schon wieder alle fest? Hier ist eh alles safe. Ja. Und Leute, was haltet ihr von diesem Texture Pack, das wir momentan haben? Ich weiß nicht. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich und ich bin fast am Überlegen, ob wir das wieder ändern. So, aber jetzt erstmal die Rüstung hier anziehen. Und wieder hier für Ordnung schaffen kurz. Wo ist der Bogen? Da. Pfeile gehören hier hin. Verrottetes Fleisch. Sticks, wir brauchen was zu essen. Oh Mann, du kommst gerade rein. Wie ich auf den Server gekommen bin, gerade eben war Nacht, habe mich gleich schlafen gelegt. Und dann sowas. Haben wir hier was Fertiges? Hier 17 Fisch nehmen wir mit. Und das verrottete Fleisch lassen wir gleich hier. So. Ist ja voll gleich die pure Action, ne? So Leute, wie geht's euch? Seid ihr alle wohlauf? Das hat mich jetzt total aus meinem Konzept gebracht, hier die Sache mit den zwei Creepern. So, haben wir. Wir haben, genau. Wir haben ja letztes Mal hier noch ordentlich Ton gebrannt. Und 1, 2, 3, 4, 5. 6 Stacks haben wir noch, die legen wir gleich nach, ja? So. Dann können wir hier gleich. Nee. Ziegelblöcke draus machen. Mehr Ziegelblöcke? Ja. Erde. Okay. Haben wir hier noch Ziegelblöcke? Nee. Ziegeltreppen. Wir nehmen sie mal mit. Gut, das Loch muss ich hier irgendwann wieder stopfen. Jetzt schauen wir mal hier weiter. Ich habe mir jetzt nämlich überlegt, ja, dass wir das Erdgeschoss fast größer machen können. Also jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Blöcke. Haben wir hier noch Ziegeln? Hier haben wir auch noch Ziegeln. Das ist ja wunderbar.
Bah. So. Ich erde mich hier mal eben hoch. 4, 5, 6, 7, 8. Es ist ja immerhin ein offizielles Amtsgebäude, ne? Also das kann ruhig größer sein. Wobei 8 ist fast zu groß, machen wir 6. So. Okay, machen wir 6 hoch. Das passt doch von der Höhe. Ist auch fast zu groß, oder? Sind das jetzt 6 Blöcke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 6 Blöcke. Eins, zwei drauf. Dann gehen wir 1, 2, 3 so rüber. Es geht sich wahrscheinlich eh wieder nicht aus mit unseren Ziegelsteinen, die was wir haben. Darum das Obergeschoss wird definitiv aus einem anderen Material werden. So. Okay. Ja, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Texture Pack haltet. Ich fand es anfangs ganz gut und schön. Muss sagen, je mehr ich aber davon sehe, gefällt es mir gleich wieder nicht so gut. Aber ich bin auch ein altes Gewohnheitstier. Und wenn ich mich daran noch nicht gewöhnt habe, muss ich mich vielleicht erst daran gewöhnen. Wir haben ja gesagt, so alle 50 Folgen ändern wir das Texture Pack. Eventuell dieses schon früher. So. Die Musik gefällt mir auf jeden Fall sehr gut von diesem Texture Pack. So. Gott, wir brauchen noch hunderttausende Ziegelsteine hier alleine fürs Erdgeschoss. So. Kommen ja da nicht mal ganz rum, ne? Vielleicht kennt ja von euch auch jemand ein Texture Pack, ein mittelalterliches hier für die Bedrock-Version. Sind wir leer? Ja, wir sind leer. Dass ihr mir empfehlen könnt, ja, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich werde mir das ansehen. So. Hier kommen auf jeden Fall hohe Fenster rein. Na, was ist heute los, Stimme? Hier sollen hohe Fenster rein, sagen wir so. Ja. Das ist nicht gut. Wo ist der Bruchstein denn her? Hier. Jetzt füllen wir das gleich auf, damit uns da keiner reinfällt, ne? Erde haben wir genug. Unser Material, Baumaterial brennt auch noch immer. Nee, da nicht. Da auch nicht. Sag mal, wie hatte ich denn das hier? Hatte ich das hier noch? Den Weg hatte ich hier noch gar nicht gemacht. Ach, der hat uns hier den Felsen weggesprengt. So. Den Felsen hat er uns weggesprengt. Der Böse.
dachte mir gerade, warum ist der Kies nicht da? Ach, und hier das halbe Haus auch noch. Na toll. Was haben wir hier? Drei Eichenstämme, ein Eichending. Oh Mann. So, wie schaut's hier aus? Ja, das ist nicht viel. Da machen wir keine Meter. Da machen wir nicht viele Meter. 22. Und es wird wieder Nacht in der Stadt und wir gehen gleich schlafen. So. Whoops. Haben wir hier noch irgendwie so Fichtenholz, Eichenstamm, Eichen, Eichentropen? Nope. Höchstens hier können wir den einen Block nehmen. Das schaut jetzt ja anders aus. Zerbomben die uns einfach unsere Schafe? Ihr lebt gefährlich, wenn ihr hier grast. Zerbomben die uns einfach unsere Bognerei? Ich glaub's nicht. Es müsste jetzt eh von unten auch gehen, oder? Jawohl. Tja, und schon sind unsere Ziegelsteine wieder aufgebraucht. So. Haben wir hier Fichtenstamm, Eichenstamm, Fichtenholz? Nope. Dann müssen wir eben kurz was holen. Ja, Aufnahme gestartet. Ja, Freunde, Schafis, euch müssen wir auch wieder mal vermehren. Und wir müssen mal hier weitermachen an dem, na, ihr wisst schon, 1, 2, 3. An der kleinen Ranch für Tamesis, an dem Gestüt, so, dass mir einfällt, wie das Ding heißt. Dass es mir denn auch einfällt. So. Ich mag einfach das Geräusch irgendwie nicht von diesem Kiesboden. Da bin ich noch nicht davon überzeugt. Es gefällt mir zwar der Kontrast sehr gut. Hier gehört dann noch Bruchstein. Und hier seht ihr, das war alles Erde, was die da weggesprengt haben. Ach. Also so oft, wie wir hier hin und her laufen müssen, um Ziegeln zu bekommen, könnten wir uns gleich mal überlegen. Das sind wieder nur 17, das ist extrem wenig. Weißer Beton, weißer Beton, weißer Trockenbeton. Nehmen wir uns auch gleich mal mit. So. Bunny Hop.
So. Okay. Was schreckt mich nicht erst? Entweder wir machen so oder mit Ziegelstein als Steinziegel. Den Kontrast haben wir wohl fertige. Nope. Machen wir uns eben welche. Steinziegel. Wie schaut das aus? Vergleich zum Beton. Ich mache den Vergleich lieber direkt daneben, dann sehe ich es besser. So. Ja, das mit dem Beton wirkt mir fast zu modern, würde ich jetzt mal sagen. Wir machen es mal jetzt mit dem Steinziegel. Austauschen können wir es ja immer noch. So nicht. Super, und es muss jetzt natürlich wieder regnen, wie immer, wenn ich was bauen möchte in Minecraft. So. Gut. Wir müssen auch noch jemanden finden, der uns über dieses geheimnisvolle Buch bei dem Rätsel hilft. Ich werde da demnächst auch mal Tamesis, die Bürgermeisterin unseres Nachbardorfes, dazu interviewen. Vielleicht hat die da eine Idee. So. Und das Doofe ist nämlich, wenn es so regnet, weiß ich nie, welche Tageszeit wir gerade haben. Und ob wir denn schon wieder schlafen gehen müssen. Aber ich denke, das werden wir jetzt erst einmal tun. Bett haben wir hier drüben? Keines, nee. Kein Bett für Marito. So. Kannst nur nachts schlafen. Okay, es ist also noch nicht Nacht. Werden wir hier kurz noch zumachen? So. Ey, komm, das dauert ja Ewigkeiten. Weißer Beton lassen wir wieder hier. Da haben wir noch Ziegeldings. Ton, wollte ich sagen. So. Sagt der Himmel. Robin, alles okay? Hast du was für uns? Wisst ihr was? Ändern sich hier die Angebote auch manchmal? Wer bist du? Oh, Gabriel, unser Gerber. Was brauchst denn du? Leder. Ne? Leder gebe ich dir nur ungern. Von Leder haben wir leider nicht so viel, lieber Gabriel. Wie du als Gerber natürlich weißt. Haben wir hier noch irgendwo ein Bett drin? Nee. Machen wir uns doch schnell ein Bett, ja?
Nee. So. Können immer noch nicht schlafen. Ergo werden wir uns das Bett mal da drüben aufstellen. Und ich muss mich gerade so extrem zurückhalten. Ja, das gefällt mir gut. Der Kontrast gefällt mir gut. So. Okay. Wir werden viel Glas hier brauchen. Und generell viel Material. Hey Wolfi. Der Wolf hat hier gerade das Schaf geschlachtet. Dann nehmen wir es doch lieber mit, bevor es hier jetzt versauert, ne? Jetzt müsste es langsam Nacht werden. Ja, siehst du. Können wir schon schlafen. Sehr gut. So, Monster, Monster, Monster. Irgendwo hier Monster. Es hört Gott sei Dank auf zu regnen. So. Jetzt gehen uns eh gleich die Steine wieder aus, die können wir locker nachproduzieren. So Stein müssten wir momentan eigentlich genug haben. Die können wir auch schon wieder wegtun. Ich mache ja gleich wieder volle Kanne, wollte ich sagen. Die können wir auch nur 12. Mit 12 kommen wir nicht sehr weit. So. Sorry Leute, ich bin heute etwas konzentrierter als sonst, denn mein Tag ist schon ordentlich lange. Ich möchte aber am Wochenende nicht die ganze Zeit vom Computer sitzen oder kann mehr oder weniger am Wochenende nicht die ganze Zeit vom Computer sitzen. Und darum möchte ich heute gleich für die kommende Woche RIP ein bisschen vorproduzieren, beziehungsweise ich will einfach jetzt nach der Arbeit, ich habe halt relativ lange gearbeitet, oder generell die letzten Tage, will ich einfach gerne hier etwas bauen. Das kennt ihr doch sicher auch, oder? Manchmal will man einfach bauen. So. Habe ich natürlich wieder keine Schaufeln und nichts mit, sondern nur meine Spitzäxte von der letzten Höhlentour, wo wir waren. Das gefällt mir schon sehr gut. Hey Kuh. Aber wir brauchen mehr Ziegelsteine. Oh Mann, das geht hier wieder nichts aus da. 27.
15. Also mit dem System, so wie wir es jetzt machen, werden wir, glaube ich, dann noch 10-mal hin und her laufen müssen. Oh, und wir sollten vielleicht mal was essen. Wir sollten was essen. Ta-da-da. Hallo Hühnchen. Sieht doch. Geht sich das jetzt genau aus, ne? Nein, doch. Wow. Aber wir sind noch nicht fertig. Da müssen wir auch noch rüber. Wobei beim Eingangsportal könnten wir es ja ein bisschen anders handhaben. Da ist wieder ein Händler. So, hier fehlt noch. Kurz schauen, was er im Angebot hat. Glowstone für 2 Smaragd. Das werden wir doch machen, ja. Ich hole jetzt eben schnell Smaragde. Müssen wir jetzt halt quer durch die ganze Stadt laufen, aber den Glowstone lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Den nehmen wir wieder mit. Also ich kaufe den quasi immer beim Händler raus, wenn er welchen hat. Ich glaube, mittlerweile haben wir so 10, 11 Stück davon. Was brauchst du? Kohle. Rüstungsschmied. Ja, Eto sitzt auch noch herum. Eto aus der Fichtenau. Wir haben nicht so viele Smaragde, nur 15. Oh. Mal schauen, wie viel das er uns gibt dafür. Könnten auch gleich hier hinten runtergehen, dann wäre es ein bisschen kürzer. Oh. Ja. Super. Wer hat das Loch hier gemacht? Hey, Blaunase. Na, was ist jetzt? Okay, für mehr wie 5 gibt uns hier nicht Fahren, Ranken, Seerosenblatt, Zuckerrohr, Schießball. Das Rest kannst du behalten. Den Rest kannst du behalten. So. Ich brauche jetzt, glaube ich, diese Steinziegeltreppen. Und mit denen würde ich jetzt hier gerne... das so machen. Ja. So nicht. Schwein, steh um, sonst wirst du ein Schnitzel. Ja. Ich überlege gerade, ob ich die Fenster hier bei den Dreierwänden auch so machen möchte, wie ich es vorne vorhabe, bei den großen Fenstern. Ach komm, steh um, du. Kannst du bitte gehen? Danke schön. Du stehst im Weg, Lama. Ein Königreich für ein Lama, das umsteht. So.
Ihr werdet dann gleich sehen, was das werden soll hier. Sobald ich wieder in unserer Mine gewesen bin. So. Ja, da ist eine Höhle darunter. Ich weiß. Der Höhle sind wir schon mal fast gestorben. Haben wir noch mehr? Nö. Aber ich glaube, in der Mine haben wir noch mehr. Und darum werden wir da auch jetzt kurz wieder mal dahin laufen. Und ich sehe schon, die Zeit ist vorüber. Ich sage danke fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr noch nicht habt. Like das Video und kommentiert es. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ciao, baba, euer Marito.